So, nächster Springer, Franzi Bettek. Er startet nicht in Vikersund, er geht zur Studenten-Weltmeisterschaft in Spanien. Er hat immer noch Probleme ein bisschen mit dem V, mit der V-Technik, wollte ich sagen. Ui, scheiße. Um Gottes Willen. Gott sei Dank ist nichts passiert. Bitte verzeihen Sie mir den Ausdruck vorher. Ich bin jetzt wirklich sehr, sehr froh, dass dem Franzi da nichts passiert ist. Das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt für einen Skispringer. Es gibt da keine Möglichkeit mehr, den Sprung zu stehen. In Predazzo ist er Weltmeister geworden, der Franzi. Und wirklich, ich bin heilfroh, dass ihm nichts passiert ist. Das schaut katastrophal aus. Und natürlich ist es jetzt sehr, sehr schlimm, wenn das ein Springer sieht und nachher runterspringen muss.